So, dann schauen wir hier nochmal bei unserem Baby vorbei. Vom Level her ja wirklich ein kleines Baby, wenn man da Tyrion gegen sieht, aber Tyrion war auch echt ein Glücksgriff. Ich bin auch fast versucht, die Lütte gleich nach Hause zu bringen. Und dann einfach mal nochmal Richtung Schneebiom und gucken, ob die hohe Katze noch da ist. Ich weiß, es wird langsam frech, was ich hier erwarte, aber naja, man soll so eine Glückssträhne ja vielleicht auch mal ein bisschen ausnutzen, ne? Tja, hier läuft's. Ich glaube, wir brauchen nicht einmal Narkotics reinschmeißen. Das ist jetzt mal so meine vage Vermutung. Ich werde mal ganz kurz hier so ein bisschen um die Ecken gucken. Soweit man um die Ecken gucken kann. Um die Ecken gucken ist ja eigentlich was, was einem nicht ganz so leicht fällt. Aber oh Gott, was war denn das gerade für ein... Okay, der ist ganz schick, aber ich glaube, da ist irgendwie ein Felsen vor, den wir gerade nicht sehen. Weil wir sein Level nicht sehen. 44. 44 ist was? Durchaus, aber wenn uns jetzt was passiert, dann ist da oben unsere Kleine weg und das, nö. Das ist es mir nicht wert. Wo ist denn unsere Kleine? Da liegt sie. Oh Gott, jetzt wusste ich eben nicht, wo wir sie hingelegt haben. So. Das Metall hier nehmen wir nochmal mit. Unsere Picke können wir jetzt ruhig noch kaputt machen. Ja. Sprach sie und da war sie hin. Ach ja, auch mit der Axt funktioniert das. So. Aber nicht lange, es dauert mir nämlich zu lange. Picke können wir dann gleich mal reparieren. So. Ach Quatsch, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich auch nicht. Ja, okay, das dauert hier jetzt noch einen Augenblick. Ich werde jetzt doch nochmal abschalten bis dahin und bis gleich. So, ihr Lieben, da sind wir zurück. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Sekunden. 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 Sekunden, sag ich ja. Meine Rede. Oh, wie praktisch. Hauptsache, das Ei geht jetzt nicht kaputt. So. Da wird sie wach und legt gleich ein Ei. Das ist sehr zuvorkommend von ihr, das begrüße ich sehr. Ich wusste es, die Kleine gefällt mir. So. Einmal das Ei mitnehmen. Oh, richtig schick, die Süße, richtig schick. So, du folgst uns, das ist sehr schön. Dann lass uns mal... Achso, die Werte wollte ich nochmal angucken. Oder mache ich das zu Hause? Na, komme ich da jetzt ran? So, mal gucken. Habe ich 385? Ich versuche mir gerade die Werte mal so ein bisschen zu merken zum Vergleich. Ja, okay, vom Gewicht her können wir sie noch ganz gut gebrauchen. Klar, Nahkampfschaden haben wir ihn jetzt schon ordentlich geskillt und Gesundheit, da kommt sie im Leben nicht ran. Muss sie ja aber auch gar nicht, denn unseren Kämpfer haben wir ja gerade unterm Arsch. Aus ihr können wir sonst... Nein, aus ihr einen LKW machen, finde ich nicht gut. Denn braucht das... Wir können das theoretisch machen, vom Sinn her, aber dann braucht das alles eine neue Bezeichnung. Denn LKW können wir sie nicht nennen. So ein hübsches, wohlgeformtes Tier darf man nicht LKW schimpfen. Das geht nicht. Oh nein, ich habe das Feuer stehen lassen. Blöd. Mache ich das jetzt noch weg? Ja, was soll's.
Wir räumen ja sonst immer überall auf, denn ist das jetzt nicht so schlimm, wenn das mal steht. Und dann möchte ich eigentlich auch zusehen. Ich weiß, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Aber ich möchte dann wirklich zusehen, dass wir jetzt auch mal unsere neue Heimatstätte. Das ist natürlich auch schick da. So mit dem kleinen See. Aber ich glaube, den habe ich schon mal gesehen, ne? Der kommt mir gerade so bekannt vor. Ja. Ich bin auch ehrlich gesagt schon wieder so ein bisschen ab, hier im Redwood-Biom zu bauen. Aus dem einfachen Grund, dass es ja doch alles eher ein bisschen dicht und Wald ist und so, ist traumhaft schön hier. Also muss ich ja ganz ehrlich zugeben, aber ich habe nicht geguckt, wie viel Stamina die Lütte hat. Ich mache gleich mal einen kurzen Zwischenstopp, einen Sicherheitsstopp sozusagen. Da vorne an der Crate. Das lohnt sich doch. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so. Aber so die Aussicht, die wir an der Stelle haben, die ich mir halt so zuerst rausgesucht hatte, die finde ich einfach so herrlich. Und ja, von daher bleibe ich, glaube ich, tatsächlich dabei, dass wir da bauen, an der Stelle. Weil ich das halt einfach wirklich, wirklich schön finde. Uah, oh nein, oh nein. Hoch, 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 hoch. Nee. Nicht wehren. Folgt sie? Ja, gut, dann fliegen wir mal weg. Oh, das blöde Insektengeviech, echt. Jetzt die Crate weg und ich wollte sie doch haben. Menno. Alles klar, sie ist da, ihr geht es gut. Ich habe jetzt nämlich auch ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, wie weit sie jetzt schon wieder hochgeheilt ist. Und da wollte ich sie jetzt nicht diesen blöden Viechern aussetzen. Blöde, blöde Viecher. So, zuckel, zuckel. Das war ich eben mit der Maus. Ja. Ich musste meine Hand mal anders hinlegen und dadurch wurde ein bisschen gezuckelt. Die Lichtreflektion, wenn seine Flügel hochgehen, sind auch ein bisschen schwierig, aber ich flieg mal so, denn sieht man das nicht so. So, Baby ist noch da, Baby ist noch da. So soll das sein. So. Es hat jetzt auch, glaube ich, wirklich... Ich habe gar nicht auf die Zeit geguckt, wann wir los sind, aber ich glaube, das dürfen jetzt schon anderthalb, wenn nicht sogar fast zwei ganze Folgen sein, die wir jetzt damit wieder zugebracht haben, mir hier diesen Vogel zu holen, nur weil er hübsch ist. Aber das stört mich nicht. Das stört mich überhaupt nicht. Ich bin auch schon am Überlegen, wenn wir an der Stelle bauen, an der Klippe, die ich mir ausgesucht habe, ob wir da vielleicht mit, mit Baumhäusern, also ob wir uns da ein Baumhaus hinsetzen können. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß aber auch gerade ehrlich gesagt nicht so genau, wie... So, einmal den Sattel rauf, damit wir uns draufsetzen können. Wie das dann mit dem Baum aussieht, weil ich weiß, das ist halt so ein Baum, der... Ich sag jetzt mal ein Deko-Baum. Okay, ein bisschen mehr Gesundheit brauchst du schon. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und dann stellen wir dich hier oben hin, dann passiert dir nicht so viel. So, wobei... Wir stellen dich erstmal hier oben hin. Aus Sicherheitsgründen. So, dann brauche ich mal bitte meinen Sattel wieder. Ja, und das Brüten mit dem Ei, dadurch, dass wir das jetzt halt mit dem Wetter entsprechend denn mal machen müssen,
Das werde ich dann mal außerhalb der Folge machen, weil das würde wirklich, in der Folge würde das wirklich richtig pervers überhand nehmen. Und ja, da ist dann auch irgendwann bei mir Schluss. So, das dauert hier ja alles. Wir suchen jetzt nochmal ein paar Eier zusammen. Eier, die schlichtweg nicht vorhanden sind. Nicht mal die Dodos. Also ich bin enttäuscht von euch. Ich bin einfach enttäuscht. Auch Contamina waltet nicht ihres Amtes. Na gut. Ist halt so. So, das gute Ei. Das schmeißen wir mal mit hier rein. Und Dünger kommt auch mit hier rein. Und ja, ich sehe zu, dass ich das hier zumindest ein bisschen jetzt wieder sortiert bekomme. So. Damit hier nicht erst wieder so große Unordnung herrscht. Tyrion, dich brauche ich. Obwohl, nee, können wir eigentlich auch über den Balkon. Balkon machen. So, und zwar das ganze Metall muss ich ihm hier jetzt mal rausstibitzen. Dann können wir es mir schon mal gleich einschmelzen und dann ist nämlich gut. Ja, mit Holz können wir es auch einschmelzen. So. Achso. Und dann schaue ich gleich mal. Das mache ich gleich mal. Ich gucke gleich erstmal, ob ich überhaupt schon so eine Plattform bauen kann. Und wenn ja, dann baue ich mal eine und dann gucke ich mal, wie das aussieht. Ob man die da hinten an den Baum ransetzen kann. Ich vermute mal nicht. Weil es ist halt so ein Deko-Baum. Und ich wüsste auch gerade nicht, wo die da hängen sollte. Weil die Baumkrone ja nun auch schon wirklich recht niedrig ist. Und ja, kein Plan halt. So. Ach ja, richtig. Ich wollte einmal gucken. Und wir brauchen dafür immer noch unseren Spino. Also. Was? Nein, um Gottes Willen. Warum tue ich sowas? Wie heißt denn das Ding? Ach, habe ich sogar schon gelernt. Nur in einer Workbench. Strukturen. Holz. Ui, dafür brauchen wir aber ganz schön viel. Und 200 Metallbahn, 600 Zement. Was braucht ihr nochmal für Zement? Zement habe ich aber bestimmt schon gelernt, oder? Ich habe noch kein Zement gelernt. Wirklich nicht? Ich kann mir gar nicht vorstellen. Zement tatsächlich. So, Zement. Achso. Ist ja auch gar nicht hier, sondern ist ja hier. Zement, stimmt. Oh je, oh je, oh je. Gut, dafür müssen wir erstmal farmen gehen. Davon werde ich ein bisschen was in der Aufnahme machen, ein bisschen was außerhalb der Aufnahme. Ich flatter einmal fix rüber und gucke mir das da nochmal an. Das mache ich jetzt allerdings mit Hodor, weil der ein bisschen fixer ist. Boah, wie schnell man unterwegs sein kann. Einfach herrlich. Da sind die Argentavos natürlich ein bisschen behäbiger, aber naja, gut, was soll's. Was haben wir hier? Das sah gerade so komisch aus. Wie cool. Ein bisschen texturfrei, aber irgendwie cool. Ist das eins von den Viechern, die man nur mit Fisch tamen kann? Ich glaube ja, ne? Ach, die sehen immer so glatt aus. Naja, gut. Nehme ich jetzt gerade erstmal hin. Wir wissen, dass sie da sind. Oh, da unten mit schwarzem Kamm und weiß, das ist natürlich noch besser als Hodor, aber Hodor ist schon okay. Mit Hodor bin ich durchaus zufrieden. Nee, mit dem Baum, da geht das nicht. Das ist ja schade.
Oh, wir brauchen auch noch Pelz. Immer noch. Immer noch. Nee, in diesem Baum können wir die nicht setzen. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht probieren. Denn wohin? Ich mag das hier halt wirklich gerne. Jetzt mal ganz ehrlich, nur weil das Redwood-Biom neu ist. Gut, natürlich ist es auch schön. Da will ich überhaupt nichts gegen sagen. Das ist auch wirklich traumhaft schön, das Biom. Aber nur weil das neu ist, muss man da ja nicht drin bauen. Hier am Wasserfall. Ja, aber hier ist die Erde auch so uneben. Also hier vorne an der Klippe, das gefällt mir schon wirklich ausnehmend gut. So groß kann unser Häuschen nicht werden. Wir müssen ja auch den schicken Baum wegnehmen. Weil ich das Häuschen dann direkt hier irgendwie so reinbauen würde. Beziehungsweise hier die Spitze irgendwie freilassen. Oder vielleicht irgendwie einen Balkon hier ran oder so. Würde ich dann mal gucken. Aber ich würde das Haus dann auch gar nicht unbedingt so groß machen. So wie wir es halt brauchen. So wie es notwendig ist. Na ja, gut, mit dem, was nachher alles noch dazukommt und so, ist natürlich auch ein bisschen mehr Platz nötig, aber das kriegen wir schon hin. Ja, wenn man denn irgendwie von hier... So, hier kommt man ja, glaube ich, hoch, nicht hoch. Nee, du solltest dich gerade gar nicht hinsetzen. Irgendwie hier so schöne Mauer rüberzieht, denn... Ich weiß gar nicht, ob wir hier denn die schöne Klippe verschandeln. Ach, was. Das machen wir nicht. Ich glaube, da bauen wir. Es sei denn wirklich, ich finde noch den Wasserfall im Redwood-Biom. Aber ich glaube langsam, das ist eine Legende. So, mal schnell wieder zurück. Und dann... glaube ich, mache ich auch mal Feierabend für heute. Das reicht. Dann müssen die nächsten Aufnahmen wieder kürzer werden. Ich muss eigentlich mal versuchen, dass ich die Aufnahmen auf eine Stunde reduziere. Weil ich dann eben wöchentlich auf die Kommentare eingehen kann. Und dann nicht immer so lange... naja, halt so lange Reaktionspausen habe. Das finde ich immer ein bisschen doof eigentlich. Guckt sie euch an. Ist sie nicht ein Träumchen? Ach, richtiges Träumchen. So. Ja, Hodor, du willst mit dem Kopf durch die Wand hinsetzen. Danke. So. So. Gleiches Problem bei Tyrion. Nee. So, ich gehe jetzt erstmal rein und schaue, dass ich hier meinen Kram repariert bekomme und hier so ein bisschen aufgeräumt kriege ich alles und dann werde ich jetzt mal diese Folge beenden und dann zusehen, dass ich die anderen vielleicht mal etwas reduziert dahin bekomme. Vielleicht kriege ich das ja hin. Das wäre ja gar nicht verkehrt. So, reparieren. So, während des Reparierens verabschiede ich mich. Bis in die nächste Folge. Lasst es euch gut gehen und tschüss.